Dieses Video ist eigentlich das umstrittenste Kunstwerk des ganzen Projekts. Der junge Künstler Benjamin Zuber hat etwas ziemlich Mutiges und Provokantes gemacht. Er hat sich sehr lange mit der Betzensteiner Stadtpfarrkirche beschäftigt und am Ende ein Video gedreht, in der diese Kirche und ihre Rituale so betrachtet werden, als würden sie Außerirdische anschauen. Zum Beispiel hat Benjamin Zuber die Symbole und Bilder dieser Kirche so verfremdet, als würde er nicht verstehen, was sie bedeuten. Hier oben als Fresko im Altarraum sieht man den Kelch mit der Hostie, ein eindeutiges Abendmahlsymbol. Das ist natürlich keine Hostie, sondern die Kugel auf dem Pfeiler am Treppenaufgang. Benjamin Zuber hat sie abgeschraubt und im Taufbecken kullern lassen. Das sieht dann so aus wie die Hostie und der Kelch. Aber ist das nicht eine Verunglimpfung unserer Sakramente, unserer Liturgie, unserer Symbole? Darf man sowas als Künstler? Ja, das darf man. Man muss hin und wieder als Kirche darüber nachdenken, was wir da eigentlich tun. Was uns unsere Rituale, unsere Symbole, unsere Kirchenräume bedeuten. Das stellt manchmal unsere Toleranz ganz schön auf die Probe. Wie viel halten wir aus? Aber wenn es dann zu einer spannenden, kontroversen Diskussion kommt, dann wird uns wieder deutlich, wie viel uns unsere Kirche eigentlich wert ist. Moderne Kunst, auch provokative Kunst, lässt uns das eigene anders sehen. Das kann schmerzhaft sein, aber das ist gut so. Wenn Sie Benjamin Zubers Video zu den Abendmahlsworten sehen wollen, dann besuchen Sie doch die Stadtpfarrkirche in Betzenstein. Das Video wird in Verbindung mit ausgewählten Veranstaltungen gezeigt. Es ist eine Station des Kunstprojekts 12 Worte, 12 Orte.